Dragonius Go, let's play! In diesem Video geht es um das Erstellen eines Feuerturms. Einfach einen Altar erstellt, sich den passenden Zauberspruch ausgesucht. Man kann es auch mit anderen teilen, indem man den anderen zeigen anklickt, sich ein Passwort auswählt, den anderen mitteilt, dieses Passwort. Und dann kann sich jeder Spieler mit ein paar Runen beteiligen. Somit braucht man nicht alleine Sponsor zu sein dafür. Hier beispielsweise hat die Spielerin Nofretete 3 Runen beigesteuert und Ninja Fighter ebenso 3. Und nun kann es losgehen. Alle, die sich daran beteiligen, sehen diesen Feuerturm. Und nach einiger Zeit, also ein paar Sekunden nach Aktivierung dann, erscheinen schon die ersten Feuermonster. Im Umkreis von, würde ich sagen, 10 Metern um diesen neu errichteten Feuerturm. Jetzt habe ich das Video mal ein bisschen schneller gedreht. Der Feuerturm bleibt genau eine halbe Stunde stehen. Also ihr habt einen Nutzen von einer halben Stunde, Monster zu fangen. Beispielsweise bei schlechtem Wetter könnte man das ausnutzen. Zu Hause faul auf der Couch liegen, Spiel angemacht, Feuerturm erstellt. In unregelmäßigen Abständen erscheinen dann Monster. Allerdings nur Monster vom Typ Element Feuer, logisch. Und man kann ein Potty nach dem nächsten fangen. Feuerkralle etc. Es erscheinen Mami-Wien, Dummy-Wien, Potty, Feuerkralle, eventuell auch Lavion, Dampfex, Dampf-Ey und Stahlmann. Der mittlerweile Stahlkerl heißt im Spiel, da gab es eine Namensänderung. Flammi, Feuerling, Phobi, Phönix, Cäsar. Also in einer halben Stunde, man schafft also zwischen 20 und 30 Feuermonster, schätze ich mal, kann man dann seinen eigenen, wenn man sie fängt. Die Wurftechnik sieht immer noch nicht so gut aus. Das sollte Ediland eigentlich noch ein bisschen was verändern. Ich versuche jetzt immer mehr diese kurvigen Bälle, diese Curve-Bälle, wie in Pokémon Go beispielsweise zu werfen, um mehr EPs zu bekommen. Teilweise gelingt mir das. Teilweise auch nicht. Trefferquote lässt dann zu wünschen übrig bei manchen Monstern. Die nächsten Monster erscheinen. Phobi eher selten, aber spawnt auch. Oder haut ab. Mal sehen, was unser Feuerkelch hier sagt. Gefangen. Aber die sollten ja mittlerweile einfach zu fangen sein. Genügend Potties gefangen, Froschusse, wie auch immer, diese kleinen Monster, könnte man diese verwenden im Zusammenhang mit dem Kristall der Weisheit, welches ja 30 Minuten lang die Erfahrung, die EPs verdoppelt. Für jede Entwicklung vom Froschus zum Froschissimo und so weiter bekommt man ja 500 EPs, demzufolge dann mit dem Kristall der Weisheit eine halbe Stunde lang 1000 EPs. Die Kaffeemühle dreht sich hier und dreht und dreht und dreht. Das ist eine heiße Kaffeemühle. Es kann auch mal passieren, dass mal 4-5 Minuten mal gar nichts spawnt, nachdem man gerade seine Feuermonster abgegrast hat. Wie gesagt, in unregelmäßigen Zeitständen. Eine halbe Stunde lang. Feuermonster. Beteiligt man sich beispielsweise bei zwei Altaren, die nebeneinander stehen, wenn es funktioniert, ich weiß es nicht, schreibt das gerne mal in die Kommentare, könnte man
ein Altar mit einem Feuerturm erstellen, ein Altar mit einem Luftturm nebeneinander und hat zumindest doppelten Erfolg. Gerade in solchen Zeiten wie hier, in solchen Phasen, wenn mal 5 Minuten nichts passiert. Oh, das war ein relativ guter Potty. Stärke 4. Gesundheit 5. Vor dem Verschicken wird natürlich jedes Monster auf seine Fähigkeiten und bla 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 kontrolliert. Eine Weiterentwicklung. Dampfhex erscheint ebenso. Er mit dem ersten Wurf gefangen. Das ist wirklich eine feine Sache. Also da hat sich der Entwickler was dabei gedacht. Die Spieler auch mal bei schlechtem Wetter für das Spiel zu Hause zu begeistern. Während man bei Pokémon Go seine Strecke ablaufen muss, gibt es hier halt solche Möglichkeiten noch für zu Hause. Gefangen, gefangen, gefangen. Hinterher wird dann aussortiert nach der halben Stunde. Ich sehe gerade, mein Buddy da unten freut sich. Die Katze tanzt hin und her. Ja, mal ein bisschen Abwechslung. Feuerkralle. Soll sicher im Spiel Feuerkralle heißen. Fürkralle steht da, macht keinen Sinn. Ich denke mal, das wird mit einem der nächsten Updates abgeändert. Namensänderungen gab es ja schon 2 im Spiel. Irgendwann geht auch mal eine halbe Stunde vorbei. Das läuft jetzt wieder in normaler Geschwindigkeit ab. Punkt nach 30 Minuten verschwindet dann der Feuerturm. Des Weiteren wäre der Feuerturm auch kombinierbar mit einer Aufgabe. Ab und zu erhaltet ihr ja an den Obelisken eine neue Aufgabe. Finde, fange 20 Feuerbestien. Ja, das ist mit dieser Aufgabe in der halben Stunde schon voll erledigt. Dann ihr könnt euch dann am Obelisken die nächste Aufgabe holen. 30 Minuten Feuerturm sind nun zu Ende. In einem der nächsten Videos wird es um das Errichten eines Luftturmes gehen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.